Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute Detention weiter. Ja, richtig, wir haben es letztes Mal angespielt und ich freue mich schon irre, wie es weitergeht. Bisher ist es anscheinend so, dass es relativ surreal ist, das Game. Es geht anscheinend darum, dass es einen geheimen Bücherclub gibt mit verbotenen Büchern. Das Ganze hat so den Anschein, als wäre es unter einem diktatorischen Regime. Also hat nicht nur den Anschein, es ist wohl ein diktatorisches Regime. Und es geht um ein Mädchen und einen Jungen. Aber anscheinend haben auch die Lehrer da irgendwie ein Wort mitzusprechen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir starten in das Video jetzt. Wunderbar, wir haben an unserem betenden Schreien hier aufgehört. Das ist ganz großartig und ganz vollkommen wunderbar. Eine alte Tür. Sie ist verschlossen. Na gut, dann schauen wir das Radio an. Radio, Radio, spiel mir meine Lieblingslieder. Ein Radio? Es sieht so aus, als würde die Statik im Raum davon kommen. Radio. Vielleicht kann ich irgendwas verändern, wenn ich einen anderen Kanal einstelle. Na gut. Stellen einen anderen Kanal ein. Ich möchte bitte Volksmusik hören. Ich möchte richtig schöne Blasmusik hören. Hallo? Die Atmosphäre im Raum hat sich verändert. Mein Gott, weil wir das lustige Entenlied hören. Na großartig, das ist nicht das lustige Entenlied, wirklich nicht. Du liebe Güte, wir sind irgendwo wo ganz woanders. Was ist das, ein lustiges Schwein? Mein Gott, irgendwie ist das schon super süß. Ein Keramikschwein. Große, runde Augen warten, um gefüttert zu werden. Ich werde dich füttern, du bist viel zu süß. Nein, das ist wirklich irgendwie süß, das Schweinchen. Ich finde es immer schlimm, wenn man diese Dinger dann kaputt machen muss. Also muss man ja nicht, weil normal kannst du auch unten aufmachen, kannst einfach rausnehmen, was drin ist. Ich würde niemals sein Schweinchen kaputt machen. Das ist super cute. Irgendwas zu Hause. Okay, jetzt erleben wir wahrscheinlich, was in der Familie von ihr passiert ist. Sieht super glücklich aus. Die Frau ist super glücklich, die weint einfach nur aus purer Freude, dass heute Brokkoli gibt und Spaghetti Bolognese und Rot. Und Rot. So, los geht's. Mutter, Mutter, was ist los? Es ist wohl so, als wäre Mom schon immer eine traditionelle Hausfrau gewesen. Sie hat sich nie beschwert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich mag das wirklich nicht, okay? Was mit deinem Vater? Der hat übrigens keine Augen. Dein Vater hat leider keine Augen. Ist der augenlose Vater wieder. Und damals aber, in den ersten Jahren, hat Dad nie daheim getrunken. Ich vermisse diese Zeit, als er immer irgendwelche Witze oder irgendwelche Geschichten zu erzählen hatte. Okay? Was scheint ja wohl vorbei zu sein. Jetzt sehen sie super glücklich aus, augenlos. Du liebe Güte, was ist denn hier los? Hier liegen auch überall Flaschen, seht ihr das? Also das deutet auch auf dieses Alkoholproblem hin. Das ist immer irgendwie ein Alkoholproblem bei Horror-Games. Mein Gott, wenn das leuchtet, leuchten auch die Augen rot auf. Habt ihr das gesehen? Bilder von Mom und Dad und mir. Die Augen wurden ausradiert. Okay, ist halt ziemlich unheimlicher Sound für die gesichtslosen Leute, ha? Huh? Wenn wir hier irgendwie durchgehen? Tür ist verschlossen. Das ist ein seltsames Zitat an der Tür. Trifft die richtige Person zur richtigen Zeit. Kein Problem, mach mal dann. Kann ich den Becher hier nehmen? Anscheinend nicht. Na gut, das macht den Raum nicht schöner irgendwie. Was ist hier los? Ja, ich sehe, wir weinen mal wieder Neonblut. Ja, ausgezeichnet, ich lebe es, wenn Neonblut geweint wird. Was sind das hier für Zeichen? Die irgendwas zu bedeuten vielleicht? Ich nehme sie mal auf oder ich zeichne sie mal auf. So, und jetzt kann ich auch hier dieses Glas Saft nehmen. Ah, es glüht in langweiliger Melancholie. Was, in langweiliger Melancholie? Okay, großartig. Ich lebe zufälligerweise langweilige Melancholie. Das ist meine absolute Lieblingsmelancholie. Wenn ich das so sagen darf. Hallo? What the shit? So geht's noch. Du haust jetzt alles kaputt hier. Okay, ich denke, das ist ein Hinweis vielleicht irgendwie auf häusliche Gewalt oder sowas. Oder aber das Geschirr ist rabiat geworden, weil die Spaghetti Bolognese es wieder waren, die das Geschirr aufgehetzt haben. Böse Bolognese, böse Bolognese. Nein, hör auf, die Bolognese zu beschimpfen, die ist köstlich bestimmt. Bestimmt köstlich, auch wenn ich lieber Arabiata hätte. So. Schauen wir mal, ob wir weiter drehen können. Hallo? Auch ein lustiges Lied. Das scheint der richtige Kanal zu sein. Boah, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich das den ganzen Tag hören müsste. Also, allein weil die Stimme so hoch ist, aber sind wir mal ehrlich, das ist doch das Pendant zu irgendwelcher Volksmusik.
Schatz, der Raum ist schon wieder kopfüber. Ist irgendwie blöd. Okay, ich glaube, das war's für das süße Schwein. Nein. Miss Piggy, es tut mir so leid. Okay. Es ist aufgebrochen worden, weil jemand etwas gebraucht hat. Gut. Macht nichts. Mr. Schwein ist jetzt leider tot, aber er ist im Sparschweinhimmel. Den gibt's. Ganz bestimmt. Was ist das? Okay, das ist klares Wasser am Boden. Probier's sofort aus. Das erste, was mir einfällt. Mein Gott, jetzt ist es gefärbtes Wasser am Boden. Hey, was immer das heißt. Das sind ziemlich viele Türen. Ich habe keine Ahnung, durch welche ich zuerst durch soll. Was ist das? Ach du liebe Güte. Okay, ich sehe tatsächlich, durch welche Tür ich gehen muss. Ansonsten müsste man hier wahrscheinlich irgendwie random durch. Aber so sieht man, welche Tür als nächstes sozusagen dran ist, oder? Aha, hier geht's weiter. Mein Gott, ich habe das Rätsel instinktiv gelöst. Ich bin so intelligent. Big Brain, das ist ein riesen Gehirn. Trage ich hier meinen viel zu kleinen Kopf? Stimmt gar nicht, ich habe einen riesigen Schädel. Einen riesig aufgeblasenen Schädel, den ich hier zur Schau stelle für euch. So. Ja, bitte hier durch. Mein Gott, das ist aber auch ganz schön lang. Okay. Cool, wir sind im lustigen Spritzenraum angekommen. Gehen wir einfach mal weiter. Was haben die Spritzen zu bedeuten? Da ist irgendwas, ein Zettel oder so. Eine Werbung für Privatdetektive. Betrügt sie ihr Husband? Also betrügt sie ihr Ehemann? Kommt er spät nachts nach Hause? Wir sind daran spezialisiert, Leute zu verfolgen. Ja, großartig. Das ist spitze. Wenn so ein großes Vertrauen herrscht, da kann man sich ja nur wieder heimfühlen. Hallo? Okay, hier kann ich durch. Ich hätte es tatsächlich doch lieber erst die andere Tür genommen. Mein Gott, ich kann mir nicht entscheiden bei solchen Türen. Wir gehen erst durch die hier durch. Hallo, hallo. Bitte durch die Tür gehen. Okay, die sehen auch super glücklich im Bett aus. Da läuft's richtig gut bei denen. Wir haben wieder die augenlosen Eltern. Hallo, Mom, Dad, ist alles klar? Ich kann mich erinnern, als sie im Bett lagen und ich konnte noch hören, wie Mom und Dad ewig sich unterhalten haben hinter den Wänden. Sie hatten damals eine wirklich tiefe Verbindung. Ich weiß nicht, wann ihr fröhliches Gerede aufgehört hat und einfach nur in ein taubes Schweigen übergegangen ist. Später ist Dad immer nur noch betrunken nach Hause gekommen. Mom lag immer nur in der Ecke und hat versucht, ihre Tränen zu verstecken. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich, okay? Ach du liebe Güte, dieses Alkoholthema in Horrorgames. Das macht das Ganze doch nicht besser, wirklich. Gott, das wird ein Uhrenrätsel. Okay. Was könnte hier das Richtige sein? 3 Uhren. Keine von denen läuft, aber es sieht so aus, als könnte ich die Zeit einstellen. Ich weiß die Zeit nicht. Weiß ich die Zeit? Ist irgendwas mit den Bildern zu tun? Es waren ja auch 3 Bilder, ne? In der Mitte war sie, glaube ich. Rechts war die Mutter, links war der Vater. Okay, spielen wir mal ein bisschen dran rum. Wenn ich irgendwie sozusagen das einstellen müsste, so wie die Zeiger waren, dann war das eine so. Und das andere war eigentlich... Ich weiß nicht, was die Stunden und was die... Also was die langen und was die kurzen sind. Wahrscheinlich wäre das so. Ja, großartig. Es funktioniert absolut nichts. Ist das eine 1? Kann das eine 1 gewesen sein? Muss ich das auf 1 Uhr stellen? Das wäre komisch. Auch irgendwie nicht 1 Uhr, oder? Nee, das funktioniert nicht. Muss ich es auf 5 nach einstellen? Ich weiß, wie gesagt, nicht, was die Großen und was die Kleinen sind. Oder warte mal, wenn wir das hier auf 1 lassen. Ach Gottes Willen, wartet mal. Ich glaube, die Bilder waren falsch rum aufgehängt. Ich muss es nochmal schauen. Ja, tatsächlich, glaube ich, ist das die Lösung. Die Bilder waren nicht gerade aufgehängt. Und deswegen müsste das eine tatsächlich 1 Uhr sein. Das hat gestimmt. So, weil das falsch rum war. Und das andere müsste 6.45 Uhr sein. Oder? Ja, tatsächlich. Okay, ausgezeichnet. Es hat funktioniert. Aber was hat's gemacht? Stopp jetzt, das hat die 1 Uhr rot. Es hat die Uhr ihre Tage bekommen. Das tut mir sehr leid. Schnell, ich hol dir ein Uhr-OB.
Andererseits sind wir vielleicht einfach im Rotlichtbezirk gelandet. Hallo? Okay, krass. Ist der Vater tatsächlich fremd gegangen? Vielleicht haben wir deswegen das mit einem Privatdetektiv gefunden. Eines Tages kam Dad vollkommen betrunken nach Hause und ist vor der Haustür gestürzt. Ich konnte es nicht zusehen, wie er da am Boden liegt, und deswegen haben wir ihm aufgeholfen. Aber neben dem Gestank von Rauch war da noch ein anderer Geruch. Ein sanfter oder leichter Geruch nach Make-up. Okay. Ja, großartig, du bist echt der beste Vater hier. Vater des Jahres. Vater des Jahres, bitte gib dir eine Medaille. Ich lief richtig gut hier. Jetzt schauen wir doch mal durch die Tür durch. Das war jetzt nur für diese Information? Keine Ahnung. So, genau. Geh ganz langsam hier rüber. Und schau dir den Schreibtisch an. Das ist der Schreibtisch eines Lehrers. Da sind massig Hausaufgaben und Tests drauf. Okay. Scheint es aber nicht viel mehr zu geben, oder? Nö, wirkt nicht so. Vielleicht müssen wir hier noch nicht hin. Schauen wir mal weiter. Aber zumindest haben wir das Uhrenrätsel gelöst. Vielleicht hat sich ja jetzt irgendwas woanders verändert. Das ist immer so die Krux bei diesen Horror-Games. Manchmal geben sie dir deutliche Zeichen. Manchmal aber musst du auch einfach da nachgucken, wo du herkommst, ob sich irgendwas verändert hat. Müssen jetzt die ganzen Türen zurück? Nee, wir sind irgendwie gleich hier angekommen. Okay, es wirkt aber nicht so, als hätte sich viel verändert. Ist noch ein Kanal? Nee, nicht so wirklich. Dann kehren wir mal hierher zurück. Okay, das Schweinchen ist noch immer intakt. Jetzt sich auch nicht wirklich... Ach, vielleicht ist die Tür aufgegangen, weil wir das Uhrenrätsel gelöst haben. Da war doch eine, oder? Mein Gott, jetzt sind wir im Red Room. Ja, tatsächlich, die Tür. Die Tür war's. Ich kann das Licht nicht mehr anmachen. Egal, gehen wir doch den Red Room durch. Red Room. Klar. Gut, dass wir unser Wohnzimmer mitten im Sumpf haben. Das hätte ich da auch gebaut. Da ist es immer schön feucht. Was krasse Farbgebung. Total surreal für das Game. Hallo? Was ist da vorne? Sitzt eine Gestalt aus Licht. Ist das ein Lehrer? Es ist ein Lehrer, okay, krass. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe da ein Papierflugzeug bekommen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass du Probleme daheim hast. Aber es sieht so aus, als wäre meine Sorge unbegründet gewesen. Wie die weiße Narzisse bist du unschuldig und hast eine süße Natur. Oder hast ein süßes Wesen. Weggesperrt in einen See aus Schneeweiß betrachtest du deine Reflexion. Anders als die anderen zu sein, kann ein harter Weg sein im Leben. Aber ich glaube, du kennst dieses Gefühl. Ganz schön, ist ganz schön eine Predigt, die der plötzlich hält. Du sagtest, du wolltest mehr lernen und wirst auch eine Zeit im Ausland verbringen. Alles, was ich dir im Moment sagen kann, ist, dass meine Vergangenheit ziemlich kompliziert ist. Meine Vergangenheit, da habe ich gar nicht danach gefragt. Unglücklicherweise sind furchtbar viele schlimme Dinge passiert innerhalb des letzten 10 Jahre in diesem Land. Glaub es oder nicht, unsere Gesellschaft war nicht immer so unterdrückerisch kalt. Vielleicht sollten wir einfach mal einen Spaziergang über den Boulevard am Wochenende machen. Die Dinge, die unsere Textbücher zensieren, sollten wir nicht erwähnen, aber sie sind definitiv wert zu wissen. Okay, der ist anscheinend auch in diesem Bücherclub irgendwie drin, oder? Habe ich jetzt so das Gefühl. Das ist ein Papierflugzeug, her damit, das ist mein Papierflugzeug. Ich habe es gebaut und ich werde es jemandem mit der spitzen Ende ins Auge werfen. Nein, hör auf die Leute mit deinen Papierflugzeugen zu nerven. GG, echt. Papierflugzeuge sind keine Waffe. Okay. Papierflugzeug, ich weiß nicht, wo wir das verwenden könnten. Da liegt was auf dem Tisch. Radiostation. Eine neue Radiostation. Auf 103, okay. Dann können wir wahrscheinlich jetzt nochmal in eine andere Realität springen. Das scheint ja wohl irgendwie zeitreisemäßig zu sein. Oder also nicht mal Realität, sondern verschiedene Zeiten zu sein, die hier irgendwie angedeutet werden. So, 103 muss etwa hier sein. Volltreffer. Easy, was geht denn hier ab? Ich sehe, hier ist noch das halbe Mobiliar auf dem Kopf. Heißt das was?
Ich komme trotzdem nicht an meine Kommode für meine Unterhosen. Hallo, Splat. Ich möchte vielleicht Unterhosen anziehen. Ist mir das gelegentlich? Hey, was ist das? Der Spiegelraum. Super. Den Spiegel ein- und ausschalten. Okay. Irgendwie ist das seltsam. Was ist das? Soll ich einfach mal alle ausmachen? Dann habe ich irgendwo vorne einen vergessen. Super. Super, muss ich mir den auch noch anschauen. Ah, ich muss den vordersten ausmachen. Hallo, mach aus. Tür. Können wir einfach durchgehen. Okay. Der Knopf dreht sich zwar, die Tür geht nicht auf. Da steht ein seltsames Zitat oder ein seltsamer Satz auf der Tür. Okay, folge deinen Schatten im Dunkeln, dann bist du näher an der Wahrheit. Folge deinem Schatten im Dunkeln. Ich sehe aber keinen Schatten. Kein Schatten im Dunkeln, dann müssen die alle aus sein. Auch dunkel. Auch super dunkel, großartig. Auch das ist super dunkel. Das haben wir noch nicht verdunkelt. Aus und dich muss ich auch noch verdunkeln. Aber das kann nicht die Lösung sein, alles auszuschalten, oder? Okay. Folge deinem Schatten im Dunkeln. Okay, geh mal weiter. Halt, warte mal, blöder Schatten geht in die falsche Richtung. Heißt es, dass es nicht dunkel sein soll? So würde ich ja eher dann wieder meinen Schatten folgen. Was ist hier? Sieht gut aus? Keine Ahnung. Das sieht gut aus. Das sieht blöd aus. Dann mache ich dich wieder aus. Oder dich an, besser gesagt. Dann würde ich hier wieder geradeaus rennen. Sieht doch nicht gut aus, oder? Hä? Okay, jetzt ist die Tür offen. War anscheinend richtig. Es gab aber keinen Hinweis, dass wir es irgendwie gelöst haben oder so. Wird schon so passen. Vaters Arbeitsplatz war immer hübsch aufgeräumt. Er war immer relativ ernst. Aber er hatte immer so ein bisschen Humor. Seinen eigenen Humor wahrscheinlich, ne? Bevor er dann gesaufen angefangen hat. Großartige sind im Wäschezimmer, in der Küche. Mein Gott, so viel Zeug zum Anziehen. Eine Münze. Okay, wir haben eine Münze gefunden. Gott, wir haben eine chinesische oder taiwanesische Münze gefunden. Ich weiß nicht, ob die gleichen Währungen verwendet werden. Heutzutage oder damals, ich bin geschichtlich nicht so fit gewesen. Oh, hier gibt es Tickets fürs Kino. Okay, vielleicht kann ich einfach reinschleichen in einfach diesen heißen Porno. Mein Gott. Der Jockel von der Alm und die heiße Heidi. Nein, das wird in Taiwan nicht gespielt. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich die Münze hin tun muss. Ich muss zurück, wo das Sparschwein noch intakt war. Und dann, wo es kaputt ist. Ist es meine Annahme. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurückrennen. Das Sparschwein war im ersten, glaube ich, vollkommen intakt. Doch, liebes Sparschwein. Du wirst dich freuen. Ich habe etwas für dich. Mein Gott. Irgendwie ist das echt süß. Sehr gut. Ich habe eine Münze eingeworfen. Yes. Schaut mal, wie sie sich freut. Ja, fein freust du dich. Ja, fein freust du dich. Nee, hör auf, mit dem Sparschwein zu reden. Das ist eh kaputt in der Zukunft. Umso trauriger bin ich dann. So, passt perfekt. Und jetzt liegt hier was, oder? Jetzt liegt hier noch mehr Geld. Nein, hier liegt was anderes. Mein Gott, das ist die Eintrittskarte für die wilde Heidi von der Alm. Und der lüsterne Jockel auf dem Dachboden. Ich freue mich so krass. Ich freue mich schon krass. Ich bin super bereit auf den Film. Ich bin super bereit. Wie, es gibt in dem Film keine bayerischen Dachböden. Heuböden. So, los geht's. Zeit für eine Kinokarte. So, ich will... Ja, klar. Ja, klar. Das ist ein Hirnentsafter und hier schwimmen Goldfische. Ich bin hochgradig verwirrt. Sag mal, sind wir bei der Yellow Submarine gelandet? Das sieht sowas von grell aus. Mein Gott, Schweinskopf mit Parmesan gibt's auch. Das ist absolut köstlich. Nein, hör auf. Hör auf, den Schweinskopf mit Parmesan zu essen. Die sieht super hysterisch aus. Was, hier gibt's Augäpfel? Sticks? Ich hätte gerne seinen Augapfel. Nein! Nein, hör auf. Okay. Sieht cool aus.
Auch überhaupt nicht verstörend. Hier ein Ticket für was auch immer. Ich habe echt keine Ahnung. Guten Tag und willkommen. Genießen Sie Ihren Film. Ja, wird schon ein geiler Film sein, hä? War schon wieder LSD im Popcorn oder in der Cola? Mein Gott, ich bin wirklich gespannt, was für ein Film. Okay, ich sitze anscheinend irgendwie alleine hier rum. Scheint kein guter Film zu sein, sonst wären mehr Leute da. Wir sind mehr Leute da. Das ist unser Lehrer, oder? Ja, das ist der Lehrer, nicht der Way. Der Way sieht anders aus. Hallo? Mein Gott, jetzt ist alles rosa. Ach du liebe Güte. Du liebe Güte, hat der Lehrer sie irgendwie verführt oder sowas? Und dann irgendwie allein sitzen gelassen? Okay, irgendwie ist das befremdlich. Jetzt habe ich eine Kette bekommen. Ach, warte mal. Die Kette hat dann er ihr gekauft? Kann es sein, deswegen ist sie ihr so viel wert? Vielleicht ist es ein Geschenk von ihm gewesen? Irgendwie mag ich dieses Thema nicht. Nein, wirklich. Irgendwie ist das befremdlich. Okay. So, diese Lehrer-Schüler-Sache, die geht meistens nie gut aus, ne? What the shit? Sag mal, geht's noch? Hast du mir gerade blöd in die Fresse gepscht oder was? Da liegt was. Wer war denn das? Ich hab dir nie mehr erkannt mit deinem blöden Hut. Da ist eine Notiz. Hey, ein Durchsuchungsbefehl? Ein Durchsuchungsbefehl wurde vom Gericht durch die Liste von Zeugen ausgestellt, die anscheinend in einen Bestechungsskandal involviert waren. Als ich nach Hause gekommen bin, wurde Vater bereits mitgenommen. Ach du liebe Güte. Ich frag, was passiert ist und Mutter hat nur leise geantwortet, Vater hat sich die Hände schmutzig gemacht, aber er wird es überleben. Als ich das gehört habe, hatte ich das Gefühl, als ob sie unter der Fassade lächelt. Okay. Tolle Ehe. Sie freut sich, wenn er in den Knast wandert. Ja, okay, er hat sie betrogen. Das ist der Traumehe, absolute Traumehe. Vielleicht hat die Mutter ihn sogar irgendwie verraten. Was liegt da? Ein kleines Büchlein? Okay, ein Aufgabenbuch. Steht da drin? Ach, damit kann man ins Counseling Office. Okay. Ja, tut mir leid, so lange kann ich die Musik hier nicht aushalten. Das Counseling Office war, glaube ich, hier. War das wahrscheinlich das leere Büro, wo noch nichts war, oder? Spritzt mir das Viagra direkt in den PP, Mann. Das ist großartig. Nein, tut es bitte nicht. Jetzt sind wir im Fischwald angekommen. Das Spiel ist so surreal. Da war doch irgendwie dieses... War doch das Lehrerzimmer dahinter vorher. Mein Gott, so sah der Fisch einst aus und dann habe ich ihn na, aufgefressen. Das ist ein Papierflugzeug, das kann ich aber nicht aufnehmen, wo es sehr markant aussieht. Der wurde nur zur Hälfte aufgefressen, was ein stinkiger Fisch war. Stinkifisch. Nein! Nein, hör auf, den armen Fisch zu beleidigen. Das ist traurig genug. Hallo, was ist hier los? Okay, das ist das Pult des Lehrers. Es sieht so aus, als wären dort einige Aufgabenhefte. Brauchst du das hier? Willst du das haben? Überhaupt nicht verstörend, das Game. Null. Okay, aber irgendwas verändert sich. Das sieht gut aus. Okay, wir sind wieder im Lehrersbüro. Dann ist er der Beratungslehrer, oder? Miss Feng. Die Beratung ist abgeschlossen. Ich bin froh, dass es Ihnen wieder gut geht. Und hoffe, dass Sie mich bald nicht mehr brauchen werden. Wenn es sonst nichts mehr gibt, bitte kehren Sie in Ihre Klasse zurück. Ich habe noch immer ziemlich viele Aufgaben, die ich durchschauen muss. Okay. Also dafür, dass er gerade so nett war und ihr Händchen gehalten hat, hat er sie jetzt ganz schnell sitzen lassen, oder? Ach du Liebe. Okay. Aufzeichnungen. Was ist das? Es ist vorbei. Nichts, was hier steht. Das ist nur ein Abschied. Okay. Und dann hat er sie anscheinend fallen lassen. Ah, das ist eine finstere Story, oder? Das ist auch nur eine finstere Story. Und jetzt? Irgendwie weird. Was mache ich jetzt damit mit diesen Counseling Records? Keine Ahnung. Ich glaube doch, das Zimmer muss ich nicht, da ist nur der Vater drin.
Okay, es hat sich wieder alles verändert. Wir sind jetzt ganz am Anfang und hier ist eine Tür auf. Oh, heiliger Lord meines Pipimanns, bitte segne mich mit sehr, sehr viel Pipi im nächsten Stream. Nein! Nein, bitte nicht darum, sonst bist du die ganze Zeit nur am Pinkeln. Ich sag's euch, dann kannst du auch einen Pause-Stream durchgehend machen. So. Okay. Ist irgendwie unheimlich. Das ist ein Bühnenaufbau. Hallo? Das bin ich wohl? Ich hab nicht so viel zu sagen, oder? Ach, warte mal, ich stehe am Schreibtisch, muss hier irgendwas geben. Hier die Assignments. Macht nichts, okay. Macht nichts. Klar, warum auch. Kann ich weitergehen ins Bett einfach oder so? Irgendwas muss ich hier anscheinend hier machen. Magst du meinen Papierflieger mal halten? Tatsächlich. Ein Glas von verwirrender Farbe. Es fließt über mit dem Gestank von menschlicher Korruption. Die ganzen Teller und Gläser fliegen gegen die Wand. Als Vaters Stimme durch den ganzen Raum schreit und durch den Flur. Nachdem man Flüche hört, ist alles, was übrig bleibt, Mutters Weinen. Unsere Familie war einst so süß zusammen, so gesund und wir haben uns umeinander gekümmert. Und jetzt ist es in jeder Nacht unruhig. Jeden Morgen ist es schwer aufzuwachen und so vergeht Tag für Tag. Der Ärger gräbt sich immer tiefer. Ich wurde zerbrochen in 1000 Stücke, Spiegelstücke einer ähnlichen Welt. Im Zustand des stetigen Verfalls fallen wir in den Fluss der Verzweiflung. Wir fliegen durch den Limbo für den Rest unserer Tage. Das hört sich super glücklich an. Das hört sich ja super glücklich an. Okay, wir müssen ihr das zweite Stück geben. Das war das Pendant, das wir gefunden haben. Also, Halskette. Wahrscheinlich war das zweite, oder? Als wir uns getroffen haben, waren meine Fußschritte leicht und schnell. Wir sind durch einen Wald der Neonlichter hindurchgeflogen, sind vorbei an den blendenden Lichtern. Ich bin eine kleine Lerche geworden. Ich bin an den wunderschönen Blumen vorbeigezogen, hab die verspielten Schmetterlinge gejagt. Ich war glücklich an deiner Seite. Ich wurde ein Schauspieler in unserem Spiel, lange bevor die Vorhänge sich gehoben haben. Gehalten zu werden war immer schön. Ich habe mich nach deiner Umarmung gesehnt. Ich habe dein Geflüster gehört und habe gefühlt, wie wir ruhig zusammen atmen. Das weiße Reh war zum Greifen nah. Was für eine wunderschöne Überraschung. Was für eine Wendung des Schicksals. Was eine... Ich will diesen Moment für immer in meinen Handflächen bewahren. Okay, deswegen mag sie ihre Kette so sehr, weil es an ihn erinnert, der sie dann aber hat sitzen lassen. Und hier. Völlig aus dem Nichts haben wir aufgehört, uns zu treffen. Du bist distanziert geworden, verbittert, kälter als die Sonne dich hätte schmelzen können. Die Luft war ständig um dich herum gefroren. Und es hat auch mein schlagendes Herz gefroren. Mit jedem Schlag hat es sich etwas mehr zerrissen. Super traurig, aber super gut geschrieben. Jetzt bin ich in vollkommener Einsamkeit. In einem Haus, das ich Zuhause nenne. In einem Ort, den ich Schule nenne. Eine wandelnde Leiche ohne einen Verstand. Ich weiß nicht, was ich verloren habe und warum ich in Zweifeln versinken und ertrinken muss. Okay, das hat es anscheinend ziemlich fertig gemacht. Aber es erklärt trotzdem nicht, was passiert ist. Ich weiß immer noch nicht, ob sie am Leben sind oder ob sie tot ist. Yin. Ah, das ist die Lehrerin. Chang Ming Hui. Chang Ming Hui. We need to talk about this. Das muss ich bayerisch aus. Chang Ming Hui. So, Miss Jin. Es ist nicht nötig, dass sie ihre Stimme so erheben. Warum sollte ich nicht? Was denkst du dir, dass du diesem Mädchen nachjagst? Chang Ming Hui! Nein, hör auf, das bayerisch auszusprechen. Kind, ich habe schon in ihrem Alter im Ausland studiert. Ist alt zu wissen, was sie tut. Und jetzt
Willst du sie diesen verbotenen Pfad herunterführen? Okay, anscheinend ist die eine, das ist die eine Lehrerin, die Klassenlehrerin, die anscheinend weiß, dass die eine Affäre hatten, also sie und der Lehrer, der Vertrauenslehrer. Die brauchten einen Schubs in die richtige Richtung und nicht, dass du ihre Arme um sie legst. Das ist eine Privatsache, das geht dich nichts an. Warum sollte es mich nichts angeben, wenn du in dieser kleinen Romanze feststeckst? Hast du vergessen, was zwischen uns war? Okay. Ach Gott, sind die ein Paar. Wir sind alle bereits im gleichen Boot. Vergiss das nicht. Okay, im gleichen Boot? Haben sie jetzt eine... Hat jetzt die Lehrerin mit den Lehrern auch eine Affäre oder was ist da? Es bleibt mysteriös. Ich weiß es immer noch nicht ganz. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie es damals war. Ich weiß nicht, die Story war gut. Und ich weiß nur, dass die Wände mich beobachten. Nein, schau mir nicht auf mein Pipi-Mann-Band, während ich schlafe. Okay. Das ist verstörend. Das ist ziemlich verstörend. Oh Gott. Da werden Leute abtransportiert und Leute mit Säcken auf dem Kopf. Und das ist Way. Das ist Way. Blut an den Händen. Ach, vielleicht habe ich jetzt langsam eine Vermutung. Mein Gott, du hast wunderschöne Segelohren, Mr. Vertrauenslehrer. Chang Ming Hui! Jetzt hast du einen Sack auf dem Kopf. Okay, krass. Eine schmerzhafte Erinnerung. Meine Seele ist in viele Stücke gebrochen. Wenn ich mich nicht mehr zusammensetzen kann und alles vergesse, kann ich meine Augen öffnen und eine leere Welt begrüßen. Ich habe eine Vermutung. Ich möchte sie noch nicht äußern. Mein Gott, wer sind Sie denn? Mister im karierten Hemd. Gestreiften Hemd, tut mir leid. Ich wollte nicht dein Streifenhemd beleidigen. Das ist ein wunderschönes Streifenhemd. Wünschte, ich hätte auch ein Poloshirt mit Streifen. Nein, wirklich nicht. Er schaut aus wie ein trauriger Postbeamter. Aber wer ist es? Ist es der Lehrer? Keine Ahnung. Hier ist ein Stuhl mitten im Klassenzimmer. Das sieht alles runtergekommen aus. So, guten Morgen. So, Zeit zum Aufstehen. Gut, ausgeschlafen, weiter geht's. Ich glaube, wir sind im nächsten Kapitel angekommen. Ich glaube, wir sind jetzt im letzten Kapitel mittlerweile. Bin mir auch nicht ganz sicher. Schauen wir uns mal um. Du liebe Güte, was ist denn hier für eine Party los? So, ich sehe schon, wir können wieder hier in den Lüftungsschacht schauen. Aber diesmal ist einfach nichts drin. Hallo? Von wegen nichts drin. Jumpscare ist drin. Wegen Sound. Was war das denn? Ist da irgendwas runtergefallen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, beim Spiel gibt es mehrere Enden. Ich glaube, das wahre Ende, und das möchte ich eigentlich erreichen, ist, wenn man einfach die Antworten jetzt wählt. Ich glaube, das sind jetzt Dialoge, die sozusagen zutreffen. Unser Leben würde verschwinden, wenn es nicht unsere Schuld wäre. Ich bin du. Und trotzdem bist du nicht ich. Es ist die Sünde, die dich hier in dieser Welt verbleiben lässt. Erinnerungen wie Spiegelstücke, die deine wahre Seele reflektieren. In einer Welt voller Schmerz und Leid. Pang Rei Shin, was fürchtest du am meisten? Ich würde sagen, Losing Family ist es nicht, Losing My Life auch nicht, sondern Losing Myself müsste die richtige Antwort sein. Also das irgendwann mal hieß es ja auch, dass sie Angst hat, sich irgendwie selbst zu verlieren oder ob sie selbst sein kann. Am Schrein hat sie die Frage gestellt. Der Glaube, dass wir alle frei geboren werden, dass wir unseren eigenen Pfad gehen können und die Angst, sich selbst zu verlieren. Du bist ich. Okay, das war anscheinend die richtige Antwort. Wie es scheint. Ach du liebe Goethe, jetzt sind wir anscheinend die andere. Okay. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Kapitel, wo wir sozusagen die Story nochmal aufarbeiten müssen, was passiert ist und die richtigen Antworten geben. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Ich hoffe, ich weiß das noch alles, weil ich möchte eigentlich das wahre Ende erreichen. Es gibt dann, glaube ich, auch noch ein Bad Ending sozusagen, wenn das nicht so ist. Da gehen wir hoch. So, hoch geht's. Sind wieder im vollkommen verfallenen Klassenzimmer. Okay, hier gehen wir nicht durch anscheinend.
Tür sagt nicht durchgehen. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir einfach weiter. Ich habe eine Vermutung, die werde ich ja auch relativ bald äußern. Okay, hier geht's durch. Du liebe Güte, wo sind wir denn jetzt angekommen? In irgendeinem Klassenzimmer? Da war der Mann mit dem schicken Streifenhemd. Schicker Streifenhemdmann, warten Sie bitte ein bisschen, ich muss Ihnen nachlaufen. Das Leuchtfeuer der Hoffnung ist fast verschwunden und wird vom Wind davongeweht. Ach, das ist der Keller, da haben sie sich getroffen, um wahrscheinlich die verbotenen Bücher zu lesen, oder? Das ist der Bücherclub. Einige der Bücher widersprechen vielleicht den täglichen Gedanken. Aber das, was ihr lest, wird euch helfen, euch zu ermutigen, selbstständig zu denken und reflektiert zu denken. Nun, aber machen wir für heute eine Pause. Ich will euch alle daran erinnern, dass ihr niemals diesen Bücherclub irgendwen gegenüber erwähnt. Es bringt ansonsten euch und die anderen in große Gefahr. Und why? Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Das ist der Way, der hier sitzt. Ja, Miss Jin, ist das wegen der neuen Bücher? Ich habe bereits die Liste Mr. Chang gegeben. Okay, das sind beide Lehrer. Beide Lehrer sind anscheinend in diesem geheimen Bücherclub. Er sagt, dass die Lieferung uns nicht mehr helfen wird, aber ich werde schon irgendwie durchkommen damit. Nun, die Regierung hat starke Restriktionen mittlerweile auf allen Importen. Bald ist es vielleicht das Ende unseres Buchclubs. Langes Schweigen. Miss Jin, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Das ist eine vollkommen berechtigte Frage, auch wenn sie total naiv ist natürlich. Weil wahrscheinlich Menschen einfach so sind. Tut mir leid, Wei. Es ist nichts, was ich dagegen tun kann. Nur noch eine Sache, bevor er geht. Miss Chang hat uns niemals diese Bücher gegeben, nicht wahr? Ha, ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Okay, ich habe mittlerweile eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, dass sie es war, die vielleicht den Buchclub verraten hat, weil der Lehrer und die Lehrerin eine Affäre haben und sie deswegen eifersüchtig war. Das ist jetzt meine Vermutung, mal schauen, ob es stimmt. Eine vor einem halben Jahrhundert ins Exil geschickte ist jetzt mittlerweile nach Hause gekommen für ein Begräbnis. Während der Zeit des Kriegsrechts ist Miss Tin Xiu Han eine politisch Verfolgte gewesen. Sie hatte Glück und konnte nicht arrestiert werden vom Land, aber wurde sozusagen auf die schwarze Liste gesetzt. Sie ist danach in der Welt herumgereist und hat für Menschenrechte und Freiheit des Ausdrucks und der Gedanken gekämpft und ist aber an Lungenkrebs im Alter von 50 Jahren gestorben. Ihr letzter Wunsch war es, dass sie in ihre Heimatstadt zurückkehren kann. Jetzt aber kann der Wunsch endlich wahr werden, nachdem es kein Kriegsrecht mehr gibt. Okay, scheint haben sich die Zeiten verändert, ne? Gut, gehen wir weiter. Hier gab es keine Antwort, die wir geben müssen, wie es scheint. Gehen wir einfach zurück, da wo wir herkommen. Einfach weiter in die linke Richtung, los geht's. Mal schauen, was wir hier finden. Weiteres Klassenzimmer? Okay. Aha, hier sind wir wieder selber. Als Gestalt des Lichts. Der Weg vorwärts ist der Weg in deine Vergangenheit. Was auch immer vor dir liegt, die Straße ist eingefallen. Bring mich woanders hin und ich werde dir wie ein Schatten folgen. Bring mich woanders hin und ich werde dir wie ein Schatten folgen. Was heißt das? Nein, wirklich, was heißt das? Okay, hier kann ich nicht rein. Hallo, du folgst mir aber nicht wie ein Schatten und stehst nur blöd da. Hey, folgst du mir jetzt? Ja, jetzt folgst du mir, okay. Kann ich jetzt hier rein? Ich kann diese Türe nicht öffnen. Dann muss ich wahrscheinlich mit ihr hier reden. Nee, das ist irgendwie ein Teil der Vergangenheit. Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss einmal unten durch auf der anderen Seite hoch, damit sie vor der Tür steht. Hört sich komisch an, ist aber vielleicht so. Probieren wir es mal aus. So, und wenn ich jetzt hier durchgehe, dürfte der Schatten auf der anderen Seite stehen, oder? Total weird. Ja, wenn ich mit ihm reden. Erinnerst du dich, als du dich eingeschrieben hast? So voller Leidenschaft.
Du hast an allen Schulaktivitäten teilgenommen und hast deine akademischen Fähigkeiten bewiesen. Du wolltest die Aufmerksamkeit der anderen und der Lehrer. Aber dann sind die Sachen schlimmer geworden zu Hause. All die Aufmerksamkeit ist schnell in ungewollte Qual, Beobachtung geworden. Deswegen hast du dich entschlossen, zu entkommen, die Augen zu verschließen oder es einfach zu akzeptieren. Ich glaube, wir haben versucht, uns zu entkommen. Bin mir nicht sicher. Wir wollten der Sache entkommen. Die Welt ist unglaublich groß. Es gibt immer einen Platz, wo man sich verstecken kann. Du bist ich. Okay, das war die richtige Antwort. Weil sie wollte ja dann auch ins Ausland, ne? Oder wollte sich aus der Sache einfach rausziehen? Dieser Ort ist komplett leblos. Selbst Ideen werden hier begraben. Boah, das sind krasse Sätze. Das sind krasse Sätze. Okay, Bücherverbrennung. Ja, immer wenn ich das sehe, muss man natürlich irgendwie instinktiv so ans Dritte Reich denken. Erinnere dich daran, dass wir alle Bücher zerstören müssen und tu auch noch das Geistergeld dazu schmeißen. Es darf kein Buch intakt bleiben, das wäre wirklich schlecht. Hey Wei. Du kennst doch Miss Jin etwas besser. Ich hörte, dass sie über Nacht das Land verlassen hat. Ist das wahr? Bin mir nicht sicher. Sie hat niemals etwas gesagt, dass sie fliehen würde. Aber wir wissen es ja, sie ist ja anscheinend entkommen. Nicht wie Miss Jin haben wir überhaupt keine Verbindungen, die uns in Sicherheit bringen. Hast du etwa keine Angst? Nun, tatsächlich, was mich am meisten plagt, ist, was ist, wenn die Leseliste von irgendwem verraten wurde? Frag keine Fragen. Ich habe genauso wie du keine Ahnung. Beeilen wir uns einfach und bringen das schnell hinter uns. Ich will nicht erwischt werden. Ja, krass, wie der Satz irgendwie gesagt hat, selbst Ideen werden hier begraben. Also Bücher verbrennen. Das ist so schrecklich. Nee, also wirklich, das finde ich abartig. Wenn du irgendwie Wissen verbrennst. Oder Geschichten. Aha, ein Stück einer Verurteilung. Jiang Ming Hui! Der örtliche Lehrer wird für schuldig befunden, mit den Studenten Wei und anderen kommunistischen Kräften geholfen zu haben. Jiang Ming Hui! Wird zum Tode verurteilt, so wie es das Gericht vorsieht. Wei Chongqin erklärt sich schuldig, dass er den Kommunisten geholfen hat, dass er verbotene rebellische Texte und korrupte Gedanken gelesen hat. Er wird zu 15 Jahren im Gefängnis verurteilt. Ja, dankeschön. Also, 15 Jahre im Gefängnis. Ja, da hast du es ja glücklich erwischt, dass du nicht gleich umgebracht wurdest. What the shit? Okay, ist vielleicht der mit dem Streifenhemd, ist es der Wei? Krass. Ja, wahrscheinlich ist es der Wei, dem wir jetzt nachgehen müssen. Alter. Also, wenn es nicht so tragisch wäre, dass das vielleicht wirklich passieren kann. Also ich glaube, das ist fiktiv. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich, wie gesagt, echt nicht über die Geschichte von Taiwan viel weiß. Und heute ist es ja demokratisch. Aber dass ich vorstellen kann, dass sowas halt jederzeit passieren kann, finde ich super krass. Okay, was ist das? Die Tür ist mit deinem Besen abgesperrt. Hier steht etwas auf dem Zettel. Verräterin oder Petze. Soll ich den Besen wegtun? Ja, bitte. Mein Gott. Also ich glaube, ich hatte echt vielleicht recht. Vielleicht hat sie das Ganze verraten. Es hieß ja auch irgendwie, dass sie an irgendwas schuld ist, ne? Aber wahrscheinlich war sie sich nicht darüber im Klaren, dass die Leute hingerichtet werden. Also, so krass. Okay, ab durch die Tür, weiter geht's. Mein Gott, das ist fröhliche Musik. Die haben ja vorhin gehört am Klavier. Ich konnte sogar nachspielen. Mei, du spielst so gut mit deinem Streifenhemd, ich sag's dir. Ja, leckst mir am Arsch, spielst du gut. Tut mir leid, ich hätte dich nicht loben sollen, das ganz schlecht gespielt. Okay, hier liegt was. Okay, wieder ein Eintrag. In dieser Zeit hatte ich Angst. Und es wurde nur noch Hass geboren. Die es wussten,
haben diesen Sprung gemacht und haben diese Welt hinter sich gelassen. Ein letztes Wort, nur aus Angst? Bedauern? Der Grund ist mir nicht bekannt. Ich wurde zurückgelassen, verwirrt, meine Gedanken in einer Spirale. Als ich das Sonnenlicht wieder gesehen habe, haben sich diese Dinge drastisch geändert. Die, die ich geliebt habe und die Lehrer, sind zu einem höheren Ort gegangen. Sie wurde in einen unmarkierten Grab begraben. Es hat mich zurückgelassen als gebrochenen Mann. Okay, das ist von Wei. Das ist von Wei. Das ist, wie er sozusagen danach irgendwie seine Zeit verbracht hat, als er dann aus dem Gefängnis herausgekommen ist, waren anscheinend alle seine Kameraden tot. Oder sind hingerichtet worden. Und ich vermute, exakt das gleiche ist mit ihr passiert. Ich glaube, sie wurde, obwohl sie die Leute vielleicht verraten hat, wurde sie wahrscheinlich auch hingerichtet. Ist es meine Vermutung. Ein Gebetsaltar. Möchtest du speichern? Ja, natürlich möchte ich. Oh, großer Manitou meines Pipimans. Mögest du groß werden wie eine... wie ein Totem, wie ein Matterfall. So. Ein Pipiman. Nein, hör auf, zu deinem Pipiman zu beten. So, wir konnten hier nochmal speichern. Jetzt ist alles anders. Okay, hier können wir nicht weiter. Müssen wir noch Fragen beantworten? Haben wir es bald geschafft? Ich glaube, wir wissen jetzt mittlerweile die ganze Geschichte und ich vermute, ich weiß die ganze Geschichte. Ja, Mai, du schaust wieder rein, spannst wieder ein bisschen, gell? Kann ich hier reingehen? Ja. Oh nein, wir müssen weitere Fragen beantworten. So, Licht an! Oh, liebe Güte, was bedeutet das jetzt? Okay, der Schatten bleibt beim Licht stehen. Ach, damit ich mit ihm sprechen kann, sonst wäre mir weggelaufen. Hallo? Was heißt das jetzt? Muss ich hier diesmal nichts beantworten? Hier ist ein Lichtschalter. Jetzt habe ich hier das Licht angeschalten. Muss ich mit dir reden? Ich muss mit dir reden wahrscheinlich. Ach, okay. Ach so, ja, warte, dann mache ich das Licht aus. Und jetzt kann ich dich zum zweiten Licht führen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Okay, jetzt stehst du hier in der Ecke. Sofort auf das Schicksal des einen einzugehen, das ist die Philosophie, an die er geglaubt hat. Dass jemand sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen sollte. Du bist ihm gefolgt. Welche Ideen hattest du? Gute Frage. Das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen? Ein ruhiges Leben zu führen? Oder sich dem Schicksal jemandes hinzugeben? Okay, ich glaube, wir wollten unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Und bestimmt ist es nicht das ruhige Leben und auch nicht das Schicksal eines anderen. Das ist ein netter Gedanke. So hat das Leben ein Ziel. Neben ihm hast du dich selbst gefunden. Du bist ich. Okay. War, glaube ich, die richtige Antwort? Schauen wir mal, ob wir dann das True Ending bekommen. Gott, das will ich, weiß doch auch nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Hier nach links weiter oder nach rechts weiter? Egal wie viele Male sich das hier abspielt, nichts kann ungetan werden. Du kannst dich nicht selbst befreien von deiner Schuld. Okay. Das sind wir und das ist der Instructor Bay. Ach Gott, wir haben sie an diesen Instructor Bay verraten, oder? Ja, da stehen wir. Okay, wie ich es mir dann irgendwann gedacht habe. Instructor Bay. Das ist die Bücherliste, die ich zuvor erwähnt habe. Ich habe es auf einen Schreibtisch des Lehrers gefunden. Es fängt. Ihr Land schätzt ihre Unterstützung. Ja, großartig, das Land, das... Das war aber auch nicht, was sie wollte. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ich wusste alles. Das Junge, die wusste wahrscheinlich nicht, was passiert. Dachtest du, wenn du irgendetwas findest, auf das du dich verlassen kann, würdest deine Angst lindern. Eines Tages war er verschwunden. Einfach nur so. Du hast alles verloren, auf das du dich verlassen kannst. Welche Entscheidung willst du jetzt treffen? Okay. Stillschweigend akzeptieren? Versuchen, es anders zu machen? Oder so tun, als würde es dich nichts angehen? Das zweite hundertprozentig. Der scharfe Blick des Instructors war wirklich nervenaufreibend. Du hast dich selbst gestählt und hast ihm alles erzählt, ohne zu zögern.
In einem Moment hast du dich in einen gnadenlosen Patrioten verwandelt. Leichter als du dachtest, nicht wahr? Du bist ich. Okay. Geht's hier noch weiter? Nee, ich glaube nicht. Ja, sehr derbe Geschichte. Sehr derbe Geschichte. Ich bin gespannt, ob wir am Ende des Ganzen noch angekommen sind, weil ich glaube, wir wissen jetzt alles. Wir wissen, glaube ich, alles, wie es sich abgespielt hat. Ach Gott. Nee, wir wurden nicht hingerichtet, weil wir sie auch verraten haben oder weil wir auch im Buchclub waren. Wir haben am Anfang gesehen, was ganz Düsteres, nämlich wie sie sich herunterspringt. Und ich glaube, sie konnte mit der Schuld nicht leben. Und ist auch gesprungen. Okay, krass. Mal schmeckt's. Haust da Nei in die Lunge. Du Hannes, du. Zack. Okay. Krass. Also, so vermute ich zumindest. Ist ein Papierflieger? Okay, ist ein gelber Papierflieger. Großartig. Was können wir damit machen? Das ist tatsächlich mal seit langem wieder ein Item. Das ist ganz schön Item und Rätsel los, die letzte Passage, sondern das erarbeitet irgendwie die ganze Story nochmal auf. Das finde ich aber ganz cool gemacht. Öffnen Sie die Tür. Zhang Ming Hui. Sie werden verdächtigt, dass sie politische Propaganda verbreiten. Sie schmuggeln verbannte Bücher und halten illegale Versammlungen. Das Gericht hat bereits alle nötigen Beweise. Wir werden sie aufgrund ihrer rebellischen Aktivitäten verhaften. Wenn sie sich widersetzen, werden sie zum Tode verurteilt. Okay, krass. Ja, großartig. Es sieht so aus, als würde ich dieses Mal nicht entkommen. Na gut. Nehmt meinen Kopf, damit ich meinen Brüdern und meinen Schwestern im Tod beistehen kann. Warum? Werden Leute nicht dafür geboren, frei zu leben? Frei zu denken und zu auszusprechen, was sie meinen, ohne Angst. Die Freiheit des Glaubens, Liebe und Selbstverwirklichung. Mit dir zusammen zu sein, war Glück. Und es war einfach nur rein und pur. Ich kann nicht aufhören zu denken, was wäre, wenn wir Hand in Hand gehen könnten, ein normales Leben führend. Aber letztendlich ist das nur der Traum eines Narren. Ich bin genauso fragil wie die Narzissen. Die Welt ist nicht bereit für Menschen wie uns. Okay, krass. Also ich habe den Lehrer, glaube ich, vielleicht ein bisschen Unrecht getan. Wobei dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis ist natürlich immer schwer, ne? Die Narzissen sind in einen Strom des Blutes versunken. Sind vergangen und wie Rost in nichts verschwunden. Ich habe den Lehrer ein bisschen Unrecht getan. Ich dachte, dass der Lehrer irgendwie sie ausnutzen würde oder dass er sie nur benutzt hat und dann fallen gelassen hat. Aber es war wahrscheinlich aufgrund der Lehrerin, dass sie Angst hatten, dass sie irgendwie verraten werden. Und anscheinend hat er nichts Böses im Sinn gehabt. Wobei natürlich so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis immer irgendwie schwer ist, irgendwie das zu beurteilen, ne? Okay. Das sind wir jetzt, also das sind der Way, glaube ich, der ja eingesperrt wurde für eine Ewigkeit. Was gibt's hier zu sehen? Okay, ein Bauschild. Hier wurde Vandalismus geübt und es gibt viele Zeichen von Protesten. Ja, anscheinend hat sich die Zeit geändert, also anscheinend ist das Land jetzt ein anderes. Metallstangen für Arbeit. Ja, wie krass. Dann wurden die hier eingesperrt. Aber es wird abgerissen. Alles wird abgerissen. Ja.
Ich glaube, wir sind im letzten Part des Games angekommen. Ich fand's irre bisher. Vom Himmel ausgeschlossen und von der Unterwelt verstoßen. Okay, krass. Allein wandert sie für immer. Okay. Das ist ein düsteres Ende. Ich glaube, die alte Frau spricht wahrscheinlich von vielleicht der Seele, von der Ray. Der große Banyan Tree wurde niedergeschnitten. Es hat den Sturm für Generationen überlebt, aber dann ist es unter dem Messer von menschlicher Gier zugrunde gegangen. Oder eher, der Baum. Der Baum ist zugrunde gegangen. Okay, krass. Ein trauriges Ende. Super traurig, super tragisch die Geschichte. Echt. Okay, schauen wir mal auf die Bühne. Ja, wir sind in den Outro-Credits. Musik ist schön. Ich fand aber insgesamt die Stimmung von dem Game irre gut. Irre cool. Das war das Auditorium. Meine Bühne ist für Lustmolche wie ich. Die sich hinstellen können in den Pepi-Mann allen Zeiten. Nein! Nein, bleib ernst. Das ist ein ernstes Thema hier. Das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich muss auch sagen, bin jetzt ein bisschen geknickt von der Story. Also, dass sie so ein tragisches Ende hat, aber dass man auch sagen kann, Zeiten ändern sich, aber Tragiken passieren einfach. So, wo gehen wir hin? Hier ist alles kaputt. Mein Gott! Schau euch den Entenarsch hier an. Ist ganz schön liebevoll gemacht. Ich glaube, das war richtig viel Arbeit, das so zu zeichnen. Also auch die Szenen finde ich richtig cool. Die Stimmung ist auch gut gemacht. Wie die durch diesen Lost Place durchgeht und währenddessen schon das Ende eingespielt hat. Ach, er geht zu seinem Schreibtisch, oder? Und setzt sich da. Wo sie irgendwie zusammengesessen haben. Hallo? Habe ich falsch geklickt? Tut mir leid, ich wollte nicht falsch klicken. Komm, setz dich mit deinem schicken Streifenhemd. Okay. Das ist richtig cool gemacht. Ja, und jetzt sitzt er hier mit ihrem Geist. Jetzt können sie endlich Marmor spielen. Nein, ich bin kein Marmor. Okay, krass. Ich fand's irre, irre gut. Ich lasse für euch noch die Credits durchlaufen. Wir sehen uns gleich im Startbildschirm wieder. Ich finde nämlich die Musik ziemlich cool. Die will ich für euch kurz laufen lassen.
Ja, liebe Kultisten, da sind wir wieder im Startbildschirm. Ja, das war Detention. Sehr storylastig, das Game. Cooles Point-and-Click-Game. Ich habe den Artstyle echt geliebt. Ich liebe aber auch das Game. Ich finde Red Candle, die machen richtig coole Horror-Games. Ich glaube, die haben nur zwei Horror-Games. Und das eine ist eben Detention, das andere ist Devotion, welches wir auch schon gespielt haben. Aber ich finde, beide zeichnen sich durch eine richtig krasse Story ab, die mal anders ist. Weil in diesen Horror-Games geht es sehr, sehr oft ums Spukhaus, um den wütenden, betrunkenen Vater und so weiter. Das kam hier jetzt natürlich auch vor. Aber das war eigentlich ein ziemlich politischer Plot und eine tragische Geschichte, die hier erzählt wurde. Und normal kennt man einfach sowas nicht. Also irgendwie so politische Sachen in Horror-Games, die haben da eigentlich meistens keinen Platz. Und doch war das richtig cool umgesetzt. Und auch das zweite Game, das sie gemacht haben, Devotion, was so ein bisschen mit Glauben zu tun hat und Irrglaube, das war auch mal ein ganz anderes Thema. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war ein bisschen ruhiger, ich hatte viel zu lesen. Es war nicht das übliche Horror-Game mit vielen Jumpscares und Erschrecken, aber ich liebe auch diese Games. Ich habe auch Lorelei, als ich es damals gespielt habe, absolut geliebt, weil die Story so gut war. Und auch dieses Game lieb ich total. Vielleicht könnt ihr meine Leidenschaft teilen, vielleicht sagt ihr, war vielleicht ein bisschen zu ruhig für mich. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Game seit langem wieder zu spielen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir auch gerne ein Like oder ein Abo oder hitte die Doom-Bell für den nächsten Schrecken. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.